Ich würde gern probieren, meine Rede vorzutragen. Und ich würde euch gern bitten, dass ihr euch das anhört, was ich sage. Und versucht nicht zu klatschen. Hört euch einfach an, was ich zu sagen habe. Und am Ende dann, wenn ich mich verabschiede, dann könnt ihr gerne Applaus geben, wenn ihr euch danach ist. Ist nicht alles Wichtige, alles Bedeutende schon einmal gesagt worden? Ist es nicht der größte Makel von uns Menschen, dass wir nie lernen, dass wir nie wissen, sondern dass wir uns ständig wiederholen und diese Wiederholung aber in einer Spirale endet, deren gewaltiges Ende mittlerweile absehbar ist? Was soll ich noch erzählen? Was soll ich reden, wenn ein Mahatma Gandhi, ein Martin Luther King, eine Rosa Luxemburg, eine Mutter Teresa, eine Ute Bock, ein Nelson Mandela, ein Rudi Dutschke schon Größeres, Bedeutenderes vor mir sagten und es sich trotzdem fast ungehört von der Welt in die Ewigkeit verabschiedet hat. So ungehört, dass sich Politiker, Global Leader, unerhört ein vor Eitelkeit strotzendes Selfie gönnen, während ein Freiheitskämpfer, der sich jedes Jahr bis in die Ewigkeit einen Friedensnobelpreis verdient hätte, zu Grabe getragen wird. Barack Obama, der Selfie-Präsident, sagte, als ihm der Friedensnobelpreis am 10. Dezember 2009 verliehen wurde, ich kann verstehen, dass Krieg nicht populär ist, aber ich weiß auch dieses. Die Überzeugung, dass Frieden erstrebenswert ist, reicht selten aus, um ihn auch zu verwirklichen. Frieden erfordert Opfer. Wo er den Friedensnobelpreis aufbewahrt, weiß ich nicht. Aber ich denke an den Dienstagen, wo er die Kill-Liste für seine Drohneneinsätze unterschreibt, ist er nicht in Sichtweise. An den Tagen, wo diese Drohnen dann Kinder, Frauen und Männer töten, wird er ihn wohl auch nicht ansehen. Nelson Mandela meinte, an einem gewöhnlichen Tag, vielleicht an einem Dienstag, ich bin Optimist. Ob das angeboren oder anerzogen ist, kann ich nicht sagen. Zum Optimistischsein gehört, das Gesicht der Sonne zuzuwenden und immer vorwärts zu gehen. Es gab viele dunkle Stunden, in denen mein Glauben an das Gute auf eine fürchterliche Probe gestellt wurde. Aber ich wollte und konnte mich nicht aufgeben. Dann hat man verloren und stirbt. Und das bin ich auch. Ich bin Optimist. Denn wäre ich es nicht, dann wäre ich nicht hier. Dann wäre ich zu Hause und ließe meine Verantwortung in der PlayStation verschwinden. Als ungedruckte Vollmacht für unsere Politik, Medien und Wirtschaft. Aber vor 3 Wochen habe ich gesprochen und gesagt, ich sehe sie nicht mehr, die Verantwortung, ich spüre sie auch nicht mehr, ich fühle mich im Stich gelassen und deshalb übernehme ich sie jetzt selber, die Verantwortung. Jetzt habe ich mich gerade selber zitiert, gleich nach Mandela. Das ist frech und ein bisschen eitel. Aber ich bin ein Mensch mit Fehlern und ich mag es, wenn andere Menschen durch mich lachen können. Vor 3 Wochen habe ich gesprochen. Das Video haben sich 20.000 Menschen angesehen und ich bezweifle, dass ich mit meinem Hang zum Müßiggang, mit meinem Hang zur Gemütlichkeit, mit meinem Beruf als Schauspieler je so viele Menschen in so kurzer Zeit erreicht hätte. Aber das ist mir egal, das soll mir egal sein. Egal ist mir nicht, was mir seitdem passiert ist. Ich habe mich verändert. Innerhalb von 3 Wochen habe ich mich verändert. Gewaltig verändert, radikal verändert, obwohl ich immer noch der gleiche bin. Und ich möchte jetzt nicht mich wiedergeben, ich möchte eine Frau zitieren. Ich kenne ihren Namen nicht, sie hat auf der Mahnwache in Leipzig am 4. April gesprochen und diese Frau zitiere ich jetzt. Genauso wie ich Nelson Mandela zitiert habe, wie ich auch Barack Obama zitiert habe und wie ich auch mich zitiert habe. Vor 14 Tagen hatte ich noch ein ganz normales Leben. Ich bin mit den Hunden ausgegangen, habe meine Arbeit gemacht und habe mich über die Welt geärgert.
Das hat sich geändert. Und zwar in 14 Tagen hat es sich geändert. Und ich sage euch was. Von diesem Tag an hat sich mein Blick geändert für die Welt. Seit diesem Tag lache ich Menschen wieder an. Seit diesem Tag sage ich, wir haben eine Chance. Weil wir verschiedene Punkte haben, die uns verbinden. Und die sind definitiv wichtig für jeden auf der Welt. Und jetzt komme ich zu dem größten und wichtigsten Punkt hier. Und ich sage es 10-mal und 12-mal und 15-mal, weil es wird immer noch nicht verstanden und es wird immer noch nötig. Wir gehören keiner Partei an. Wir sind weder links noch sind wir rechts. Wir sind Menschen. Und so sind wir zusammengekommen. Und diese Frau, die bin auch ich. Mir ist alles passiert, was auch ihr passiert ist. Ich habe keine Hunde. Ich mag sie gar nicht mal besonders, die Hunde. Mir sind Katzen lieber. Aber ich kenne diese Frau trotzdem. Und jede Verleumdung, jede Beleidigung, jede Ablehnung, die mir in diesen 3 Wochen begegnet ist, und die sind mir begegnet, seit ich das erste Mal gesprochen habe, sind diese Erkenntnis wert. Ich bin es wert. Wir Menschen sind es wert. Versteht ihr? Wir sind es wert, jeder für sich, jeder für uns. Und jeder ist es wert, dass wir für ihn hier stehen, als Gemeinschaft. Ich war vor ein paar Tagen in der Stadtbibliothek am Gürtel und bin mit dem Lift hochgefahren. Davor habe ich in der U-Bahn einen jungen Mann getroffen, der bei der Mahnwache Wien mitfilmte. Zufällig habe ich ihn getroffen. Ich habe euch gesagt, ich halte nicht viel von Esoterik. Ich glaube an das Leben. Ich habe ihn getroffen und diese Zufälle sind es doch, die uns das Leben so schmackhaft machen können. Dann bin ich mit dem Lift hochgefahren in die Stadtbibliothek. Im Lift war ein Mann mit afrikanischen Wurzeln. Etwas untersetzt, ein kleiner, sympathischer Kerl. Die Schultern hochgezogen, Blick zu Boden. Vor dem Lift stand ein kleines Kind, ein Mädchen. Der Mann wollte ihr die Türe aufhalten. Aber das Mädchen hat lieber noch auf ihre Familie gewartet. Sie blickte ihn mit großen Augen an und ihre Mama rief von Weitem, wir sollen einfach losfahren. Dann fuhren wir hoch. Ich blickte ihn an und er mich. Und dann ist etwas passiert. Ich lächelte ihn an, ohne es bewusst zu wollen, und es war ehrlich. Und er lächelte. Und so wie er gelächelt hat, passiert es wohl sehr selten, dass er von einem weißen Österreicher angelächelt wird. In dem Lift waren noch 2 Menschen, darunter eine Österreicherin afrikanischer Abstammung. Und wisst ihr, was die dann gemacht hat? Die hat mich angebaggert. Nur weil ich einen Mann, der ihre Hautfarbe hatte, angelächelt habe. Und ich habe mich gefreut darüber. Aber ich frage mich auch, was läuft in unserer Gesellschaft falsch, wenn eine Frau so beeindruckt ist von mir, bloß weil ich einen Menschen anlächle, der ihre Hautfarbe hat. Da stimmt doch etwas massiv nicht. Auch mit mir, denn es war das erste Mal, dass mir das bewusst wurde. Und ich wette, dass es mir nur deshalb bewusst werden konnte, weil ich mich hier engagiere für mehr Menschlichkeit. Denn das heißt Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Dann war ich in der Bibliothek und dort treffe ich einen jungen Mann, den ich auch von der Mahnwache kenne. Zufällig. Ich halte nicht viel von Esoterik. Aber ich glaube an das Leben. Und ob Zufälle nun Schicksal sind oder Schicksal ein Zufall, ist genauso egal wie die Frage Henne oder Ei. Die Antwort ist die gleiche. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir egal, weil es passiert. Ich glaube an das Leben. Das Leben passiert, ob wir wollen oder nicht. So oder so. Ich glaube an Zellen, ich glaube an Körper, ich glaube an das Gehirn und an seine Fähigkeiten. Das habe ich gesagt, das habe ich schon gesagt. Ich glaube an die Fantasie und den Geist des Menschen, den man auch als Seele betiteln kann. Ich habe erzählt, dass ich glaube, dadurch das Wesen der Religionen verstehen zu können. Und ich glaube auch, dass ich einen Konstantin Wecker verstehe, wenn er von der Wichtigkeit von Spiritualität spricht. Was aber haben die Religionen aus uns gemacht? Wo hat es uns Menschen hingeführt? Wenn ich behaupte, dass der Ursprung der Religion darin bestand, den Menschen das Leben zu erhalten, dann haben sie sich weit davon entfernt. Denn auch religiöse Verblendung trägt zu Kriegen bei. Glaubt ihr, Obama könnte den Drohnenkrieg in diesem Ausmaß führen, wenn er statt Moslems Christen töten würde?
Was beten wir an? Was beten die Menschen an, die in die Kirche gehen, die in die Moschee gehen, um Gott zu dienen, sich aber für Gewalt aussprechen? Was beten unsere Priester an? Was betet der Dompfarrer von St. Stephan, der während der Ukraine-Krise mir nur dadurch auffällt, dass er versteckt hinter aufgesetzter Bescheidenheit seine luxuriöse Dachgeschosswohnung in der Zeitung präsentiert? Da frage ich mich, was soll denn das, lieber Mann? Welchem Gott willst du dienen? An deinen Gott glaube ich schon lange nicht mehr, aber ich frage dich, glaubst du noch an ihn? Dein Gott dient meinem Gott. Mein Gott ist das Leben und ich diene dem Leben, denn sonst wäre ich nicht hier. Aber wem dienst du, lieber Dompfarrer von St. Stephan? Ich kenne die Bibel, ich bin christlich erzogen, aber ich bin schon lange kein Katholik mehr. Ich kenne die Geschichten von Jesus, ich habe sie geliebt, seine Gleichnisse über Menschlichkeit und Umgang mit den anderen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder der, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Kennt ihr christlich-sozialen auch diese Gleichnisse? Kennt ihr einen Jesus? Ich antworte für euch, liebe christlich-sozialen. Ich antworte für euch, liebe Republikaner, liebe Demokraten. Ich antworte für uns alle im Westen, die sich auf das christliche Fundament unserer Gesellschaft berufen. Vielleicht kennt ihr ihn noch, unseren Propheten, aber ihr habt ihn verraten. Du, Dompfarrer von St. Stephan und viele deiner Zunft, verkauft eure Kirche und verkauft euch, euren Geist, den man auch als Seele betiteln könnte. Verkauft sie an eine Zeitung, damit du dich dann leicht betuchten Wölfen besucht und freust dich dann, wenn du in ihrem Rudel mit deinen maßgeschneiderten Hemden beim Sektempfang mitheulen kannst. Welchen Gott dienst du? Lebst du, Herr Pfarrer? Und wenn ja, dann wo? Wo seid ihr, Priester? Seit 4 Wochen bin ich aktiv für die Mahnwache. Aber ich habe noch keinen Priester gesehen. Seit über einem halben Jahr eskaliert die Ukraine. Aber ich habe keine Stellungnahme der Kirche dazu gehört. Lässt man euch nicht sprechen? Wollt ihr nicht oder traut ihr euch nicht? Aber da frage ich mich, vor wem habt ihr Angst? Ihr solltet euren Gott fürchten, wenn ihr zuseht und schweigt, während das Leben, das euer Gott schützen möchte, aus den Fugen gerät. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät für euer Seelenheil. Meines bewahre ich auch ohne eurer Hilfe. Liebe Priester, besinnt euch, empört euch, engagiert euch. Ich glaube an das Leben. Ich glaube an Zellen und Körper. Ich glaube an uns Männer und an uns Frauen. Aber wer sind wir Männer? Was machen wir? Jetzt wird bald wieder mit den Augen gerollt werden, aber ich wiederhole, ich halte nichts von Esoterik. Ich strebe einen naturwissenschaftlichen Zugang zum Menschsein an und wovon ich jetzt sprechen werde, das ist simple Biologie. Aber ich sage es so, dass es mehr ist als simple Biologie, dass es spirituell ist. Wir Männer, wir tragen das Leben mit uns. Wir tragen den Samen in uns und geben ihn den Frauen. Ich habe es gemacht, es ist mir ohne Absicht passiert, aber ich liebe meinen Sohn und ich bin glücklich darüber, dass seine Mutter und ich zu blöd waren, um zu verhüten. Zufall, Schicksal, Henne oder Ei, egal. Wir Männer tragen den Samen in uns. Die Frauen aber, die sind der Samen. Wir tragen das Leben in uns, die Frauen aber, die sind das Leben. Wir geben ihnen das Leben, aber sie sind es, das Leben, sie tragen es aus. Und jeder weiß, was ich meine. Jeder kommt aus dem Schoß seiner Mutter. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Aber so wie wir Menschen mit unserem Leben, mit unserer Natur umgehen, so gehen wir auch mit unseren Frauen um. Wir beuten das Leben aus und wir beuten auch euch Frauen aus. Wir beuten unsere Töchter und unsere Mütter aus. Die Natur ist weiblich. Das Leben ist weiblich. Es ist die Mutter Erde, aber es ist das Vaterland. Und das Vaterland will die Erde beherrschen und zerreißen. Es will sie in kleine Stücke reißen und aufteilen,
auf die Stärksten. Der Mann will herrschen, will beherrschen. Die Frau aber will sein, weil das Leben an sich eine Zufriedenheit, eine Weisheit anstrebt, einen Gleichmut, eine Gerechtigkeit anstrebt, in der uns Männern die Frauen weit überlegen sind. Wie komme ich darauf? Wie komme ich auf diese Gedanken? Seit einiger Zeit bin ich bei den Mahnwachen aktiv. Ich verfolge viel über das Internet, ich tausche mich in Foren aus und ich diskutiere viel über Facebook. Und ich diskutiere fast nur mit Männern. Und auch hier auch in der Menge, viel mehr Männer als Frauen. Auch bei uns in der Organisation. Bis jetzt nur eine Frau dabei. Und ich habe mich also gefragt, warum ist das so? Und ich weiß es. Ich habe für mich die Antwort gefunden und ich wäre nicht hier, wenn ich sie für mich behalten könnte. Nach meiner ersten Rede habe ich mich mit einem guten Freund darüber unterhalten. Ein älterer Mann, über 60 Jahre alt. Ich schätze ihn sehr. Er ist ein wacher, abgeklärter Geist, ein Sozialdemokrat. Er hat seine Standpunkte, über die es sich zu streiten lohnt, weil jeder Diskurs, der sich mit Respekt begegnet, immer einen Ertrag hat. Selbst wenn die Meinungen danach gleich verschieden sind wie zuvor. Mit ihm habe ich mich also unterhalten und ihn gefragt, was er von der ersten Rede gehalten hat. Er meinte, und ich zitiere ihn jetzt in der Hoffnung, dass er mir nicht böse ist deshalb, denn es dient einem höheren Zweck. Er sagte also, habt euch lieb ist als Programm zu wenig. Ein paar Tage später wollte ich eine ehemalige Studienkollegin von mir dazu bringen, hier auf der Mahnwache zu singen. Diese junge Schauspielerin kann singen, dass einem das Herz übergeht. Sie singt, dass man sich in sie verliebt, egal ob schwul, lesbisch oder hetero. Diese Frau lässt niemanden ungerührt. Sie ist sensibel wie kaum ein Mensch, den ich kenne. Und ich wollte sie bitten, dass sie eure Herzen genauso umrührt, wie sie es mit meinem schon getan hat. Ich schickte ihr einen Link zu meiner ersten Rede, eben die Rede, die ich auch dem alten Freund gezeigt hatte. Und sie antwortete mir unter anderem Folgendes. Und auch sie zitiere ich jetzt in der Hoffnung, dass sie es mir nicht übel nimmt, weil es dient einem höheren Zweck. Sie sagte, ist es ein Wir-Gefühl, das ihr sucht? Da frage ich mich, ob man das durch so ein aggressives Zeigefingerauftreten erreicht. Der alte Mann hat gesagt, habt euch lieb, als Programm ist zu wenig, und sie redet von einem aggressiven Zeigefingerauftreten. Und da wurde ich hellhörig. Ihre Meinung war konträr zu der des alten Mannes. Ich habe mich umgeschaut auf Facebook, habe versucht, mit Frauen in Kontakt zu treten, zu erfahren, wie sie die Mahnwachen wahrnehmen, und viele haben gesagt, wie könnt ihr für Frieden sein und so aggressiv auftreten? Und sie haben recht. Viele unserer Redner sind laut, es wird geschrien und gebuht. Und selbst ich, der sich bemüht, gemäßigt und ruhig aufzutreten, wirke auf manche Frauen noch aggressiv. Und dann kam ich zu dem Punkt, der mich erschüttert hat. Und der mich immer noch zutiefst erschüttert. Ich begann mich nämlich zu fragen, wie ist es eigentlich für Frauen in dieser männlich dominierten Gesellschaft zu leben? Wie ist es für sie, sich einem System unterordnen zu müssen, das einem absolut männlichen Prinzip folgt, nämlich dem Streben nach Macht und Reichtum und Unterdrückung des Schwächeren als ewigen Kampf zur Demonstration der eigenen Stärke? Wie muss es für sie sein, jeden Tag von Werbung kaputt gemacht zu werden, die von Männern produziert dafür gemacht ist, ihren Geist zu verwirren, damit sie beseelt von Unglück sich durch Kleidung und Kosmetik definieren? Wie muss es für sie sein, dass sie ihre Natur so verleugnen müssen, um Karriere zu machen, dass sie es ohne weiteres in Kauf nehmen, auf das Heiligste, das Gewaltigste, das ein Lebewesen zustande bringen kann, zu verzichten, nämlich ein Kind unter seinem Herzen zu tragen und zu gebären. Weil viele Möglichkeiten zur Entscheidung gibt es nicht. Entweder Karriere oder alleine zu Hause mit den Kindern, während der Mann arbeiten geht.
Und die einzige Abwechslung sind Geldsorgen und Existenzprobleme, geschürt durch den Wahnsinn, den das Fernsehen und all die Frauenmagazine über ihnen auskotzen. Außer aber man hat das Glück, zu einer Elite zu gehören. Dann kann man sich 4 oder 5 Kinder leisten und wird nebenbei noch Verteidigungsministerin, um Kinder anderer Mütter in den Krieg schicken zu können. Wie muss es sein für Sie, wenn Sie sehen, wie in Kriegen Familien getötet werden? Wenn Sie sehen, dass der Krieg das Leben frisst, das Sie unter Ihrem Herzen tragen? Was ist denn hier los? Und was sind wir Männer, damit wir das zulassen? Letzte Woche habe ich gesagt, wenn wir den Schwächsten helfen, dann werden wir die Stärksten sein. Wenn wir den Schwächsten helfen, dann werden wir die Stärksten sein. Rede ich Blödsinn? Nein, weil ich beweise es. Die Maßlosigkeit des Patriarchats führt uns in den Untergang. Das männliche Prinzip ist die Zuspitzung, die Anhäufung. Aber im geschlossenen Raum kann nur das radikal Weibliche uns genesen. Vor ein paar Monaten gab es einen handfesten Theaterskandal in Österreich. Ein Direktor, von allen guten Geistern verlassen, bereichert sich in unerhörter Art und Weise, gestützt von einem alten Mann, dem es nur noch darum geht, seine Macht bis zur Pensionierung zu halten. Bevor ihre Machenschaften auffallen, lassen sie eine Frau über die Klinge springen. Die Seele des Hauses, wie diese Frau genannt wurde, wird fristlos gekündigt und als Bauernopfer vorgeführt. Und ein paar Monate später geht auch der Direktor fristlos entlassen. Ein Mann in seiner Arroganz und Sturheit immer noch felsenfest davon überzeugt, ein Opfer zu sein. Der Skandal um die Hypo Alpe Adria, die Bank in Kärnten, die uns österreichische Steuerzahler noch viel, viel Geld kosten wird. Zu viel Geld. Betrachten wir doch die involvierten Personen. Männer, 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 Männer und Männer. Da wurde sich auf unverschämte Art bereichert, über Gesetze sich hinweggesetzt, jede Moral vergessen und letzten Endes waren dann alle beleidigt, weil sie erwischt wurden. Kennt ihr dieses Verhalten? Ich kenne es. Wer Kinder hat, der kennt dieses Verhalten. Nur richten die damit keinen oder wenig Schaden an. Da weint mal ein Kind im Sandkasten, weil ihm ein Spielzeug weggenommen wurde. Aber wegen der Hypo, wegen der sollten wir alle weinen. Wir sollten brüllen, so laut, bis unsere Regierung vor Scham weint. Betrachten wir die Ukraine. Wer sind die Global Player, die Weltführer, die sich in diesem Konflikt beteiligen? Wie viele Frauen sind dabei? Betrachten wir die Welt. Betrachten wir die Kapitäne, die uns in das Desaster steuern. Alte Herren in Männerbünden versammelt, schaukeln sich gegenseitig hoch, um sich noch irgendwie jung zu fühlen und machen alles platt dabei, was sie nicht besitzen können. Das Schiff ist in Schieflage. Eisberg voraus. Ich sage Frauen und Maria Fechter, eine Ursula von der Leyen, eine Hillary Clinton, eine Margaret Thatcher, sollen die nicht viel mehr Mahnung sein, was aus Frauen wird, die sich in diesem patriarchalen System nach oben dienen müssen? Eiskalte Wesen, die ihre Herzlichkeit nur dann auf der Zunge tragen, wenn gerade mal eine Kamera oder ein Mikrofon in der Nähe ist. Und selbst da klappt es nicht immer mit der Herzlichkeit. Nehmen wir uns doch ein Beispiel. Anne-Olympe de Gouges, eine Frau, die an der Französischen Revolution beteiligt war, die dann aber selber am Schafott landete, als ein durchgeknallter Mann namens Robespierre im Blutrausch alle Hemmungen verlor. Diese Frau sagte Folgendes: Diese Revolution wird sich erst dann vollziehen, wenn sämtliche Frauen von ihrem beklagenswerten Los durchdrungen
und sich des Verlustes ihrer Rechte in dieser Gesellschaft bewusst sind. Wo sind eure Rechte auf Selbstbestimmung? Ich kenne intelligente, witzige Frauen, die mehr Schneid haben als viele Männer hier, die auch mehr Schneid haben als ich, die Mut haben, die sich einsetzen für Minderheiten, die aber trotzdem mehr Zeit für ihre Fingernägel, ihre Frisur und ihre Kleidung verwenden als für ihre Rechte, die sich in Hochglanzmagazinen verlieren und sich dann von Meinungsmachern erklären lassen, was gerade hip und in ist, nur damit sie sich die nächsten Tage nicht spüren, weil ein besonders findiger Werbestratege wieder mal ihr Gehirn durchgebürstet hat. Nehmt euch ein Beispiel an Hollande de Gouges, denn sie sagt noch mehr. Hört ihr zu, sie ist tot, aber sie spricht noch immer. Sie sagt, Mann, bist du überhaupt imstande, gerecht zu sein? Kannst du mir sagen, wer dir die unumschränkte Macht verliehen hat, die Angehörigen unseres Geschlechts zu unterdrücken? Schau auf den Schöpfer in seiner Weisheit. Betrachte die Geschlechter in der Ordnung der Natur. Allein der Mann will in diesem Jahrhundert der Aufklärung und des klaren Verstandes in durch nichts mehr zu rechtfertigender Unwissenheit despotisch über ein Geschlecht herrschen, das über alle geistigen Fähigkeiten verfügt. Er nimmt für sich in Anspruch, die Revolution für sich allein zu nutzen und seine Rechte auf Gleichheit einzufordern. Das war vor 222 Jahren, eine lange Zeit. Hört auf Mary Daly, eine Theologin aus Amerika, die vor 40 Jahren sagte, wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen. Und das heißt, sie ist bereit zu handeln. Dringt durch zur Realität. Nicht nur die Frauen, auch wir Männer. Dringen wir durch zur Realität. Machen wir sie uns bewusst, die Ungerechtigkeit dieser Welt, die die Frauen am meisten zu spüren bekommen. Und handeln wir. Kommen wir auf die Beine. Besinnen wir uns. Empören wir uns. Engagieren wir uns. Und für uns Männer, die es ja gern ein bisschen einfacher haben, da gehöre ich auch dazu, habe ich ein Zitat von Ben Parker, dem Onkel von Peter Parker, der Junge, der Spider-Man ist, aus dem Film Spider-Man. Dieser Ben Parker sagt Folgendes: Aus großer Kraft entsteht große Verantwortung. Klingeln die Glocken? Wisst ihr, was ich sage? Sickert es durch? Frauen und Kinder zuerst. Es mag sein, dass mich jetzt ein paar Männer als Weichei abtun, als Frauenversteher, als Warmduscher, aber das ist ein Reflex. Das ist ein Reflex, weil ich mit dem Gesagten den Stolz verletze. Aber denkt daran, was ich letzte Woche gesagt habe. Der Schmerz ist ein heiliger Engel. Und durch ihn allein sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Nehmt ihn an, den Schmerz, und werdet größer. Wachst über euch selbst hinaus. Und dann müssen wir Männer dafür sorgen, dass wir mit unserer Kraft dafür einstehen, dass sich die, die uns körperlich unterlegen sind, sich entfalten können. Denn nur dann, wenn wir auf den Schwächsten Rücksicht nehmen, dann können wir die Stärksten sein. Wir sind hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und jedermann, der das von sich behauptet, muss sich selbst gerecht werden, muss sich seiner Stärke gegenüber gerecht werden, indem er den Frauen gegenüber gerecht wird. Indem wir Männer uns für sie einsetzen, indem wir den Schwächsten helfen, werden wir die Stärksten sein. Ihr Frauen da draußen, wir werden nur gemeinsam als Frau und Mann, als Familie eine große Bewegung.
Ich wäre nicht hier, gäbe es nicht einen Lars Meerholz und einen Ken Jebsen. Folgt man dem Weg, den die beiden eingeschlagen haben, weiter, und das habe ich getan, folgt man ihrem Wunsch nach Frieden, nach Gerechtigkeit und nach Freiheit, dann kommt man zu dem goldenen Käfig, in dem man die Frauen gefangen hält. Ich stehe davor und ich sehe sie, ein unterdrücktes Geschlecht, dem man vorgaukelt, bedeutend zu sein. Aber wenn die Frauen tatsächlich bedeutend wären, wenn sie diese Bedeutung hätten, die ihnen zusteht, dann müsste ich heute nicht hier reden. Dann könnte ich zu Hause sitzen und in Ruhe GTA 5 spielen. Ich bin kein Revolutionär. Zumindest dachte ich das. Aber Rosa Luxemburg, diese Frau hat gesagt, zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Und wenn mir, Rosa Luxemburg, wenn mir diese Frau, die für die Rechte der Frauen, für die Rechte der Arbeiter, die für die Menschenrechte an sich auf der Straße gestorben ist, wenn mir diese Frau über ihre Geschichte ausrichtet, dass ich ein Revolutionär bin, weil ich mich gegen unser menschenverachtendes System ausspreche, indem ich es nur benenne, dann muss ich es annehmen. Dann bin ich ein Revolutionär. Denn sonst werde ich ihr nicht gerecht. Sonst werde ich mir nicht gerecht und sonst werde ich uns allen, uns Menschen nicht gerecht. Aber ich möchte eine Revolution im Sinne der Weiblichkeit. Ich möchte eine Revolution im Sinne der Mütterlichkeit. Ich möchte eine Revolution im Sinne der Herzenswärme, unter der wir alle für 9 Monate getragen wurden. Ich möchte eine friedliche Revolution. Und das wird nur mit euch Frauen gelingen. Bringt euch ein. Ich bitte euch darum. Aber es gibt einige, die nicht da sind. Viele, die nicht da sind. Ihr wisst, warum ich da bin. Ich werde jeden Montag da sein. Oder fast jeden Montag. Und jeden Montag werden in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland und überall auf der Welt Zehntausende andere Menschen auch da sein. In Frieden, mit Ruhe, gegen Gewalt und gegen Krieg. Für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen. Thank you.